Endlich haben sie sich wieder. Brain und Pinky, gemütlich vereint unter der Wärmelampe im Tierpark Thale. Ausruhen steht auf dem Programm, denn der zweijährige Pinky ist noch etwas müde, während alle um ihn herum vor allem glücklich sind. Wir haben ja die ganze Zeit auf ein Happy End gehofft, aber 10, 11 Tage, das ist schon auch eine gewisse Zeit. Und man macht sich natürlich schon seine Gedanken, was könnte alles passieren oder was könnte passiert sein, gerade wo wir jetzt auch ein paar Tage nichts von ihm gehört hatten sozusagen. Da ist natürlich dann umso positiver und wir freuen uns umso mehr, dass es jetzt ein Happy End gegeben hat. Vor 10 Tagen waren Pinky und Brain auf mysteriöse Weise verschwunden, offenbar durch fremde Hilfe. Denn laut Chirpa können die beiden das Gehege nicht alleine verlassen haben. Polizei und Öffentlichkeit wurden eingeschaltet in den außergewöhnlichen Vermisstenfall. 3 Tage später dann das Wunder. Stachelschweindame Brain tauchte selbstständig im Tierpark auf, nicht weit weg von ihrem Gehege. Und Partner Pinky? Auch von dem gab es einen lebenden Beweis. 10 Kilometer entfernt wurde er gesichtet, entwischte aber wieder. Wir hatten ja diverse Meldungen von Sichtungen auch von ihm, die über mehrere Tage auch verteilt. Wir konnten ja so ein bisschen rekonstruieren, wo er langgelaufen ist. Und ich schätze, er hat seine 5 bis 10 Kilometer in jeder Nacht ist er gelaufen. Den flüchtigen Pinky wohlbehalten fangen, eine Mammutaufgabe. Ideen mussten her, Ralf Zapf hatte eine. Der Jäger stellte eine Lebendfalle auf, die eigentlich auf Waschbären ausgerichtet ist. Und da habe ich mit meiner Frau gesprochen und sagte, stell doch mal die Falle auf. Vielleicht geht es wirklich rein. Das war aber mehr Spaß. Ich hätte doch nie geglaubt, dass Pinky da in die Falle geht. Ja, und gegen 23 Uhr bekam ich ein Signal auf dem Handy. Und da ist tatsächlich das Stachelschwein drin. Ralf Zapf informierte Polizei und Feuerwehr. Keine halbe Stunde später begann die Einfangaktion diese Nacht in Trautenstein. Letztendlich hatten wir dann Glück, dass Pinky nur 2-mal eine anständige Drohgebärde gemacht hat, die natürlich auch auf uns wirkte. So ist das nicht. Dann ziehen wir uns kurz zurück, gehen dann besonnen wieder vor, dementsprechend Tiergericht. Und so hat sich neben Brain auch Pinky jedes Leckerli nach diesen aufregenden Tagen mehr als verdient.